Moin Moin ihr Lieben und willkommen zu einem Video. Ja, ich wollte eigentlich gar kein Video darüber machen, weil, naja, wie es der Titel schon sagt, ich könnte kotzen, ne? Also zum Thema DHL, Freunde. Es ist, ich weiß es nicht. Seit, ja, Dienstag ist ein Paket hier in Bochum in der Zentralbasis von DHL. Und seitdem tut sich nichts mehr, ne? Also wir haben heute Sonntag. Ich hoffe, dass es morgen ankommt, ne? Ich weiß nicht, wie es DHL schafft. Die Zentralbasis ist eine Viertelstunde Autofahrt von hier aus. Ich habe schon überlegt, ob ich da selber hinfahren soll, ne? Ganz ehrlich. Wie kann man es nur schaffen, von einem der zuverlässigsten Zusteller in dieser Branche zu einem absoluten Scheißhaufen zu kommen? Ne, ehrlich, also, und das Schöne daran ist, sie kriegen es anscheinend nicht hin. Ne? Es ist, wie gesagt, zum Kotzen. Seit Dienstag liegt dieses Paket da und da fühlt sich anscheinend keiner so wirklich gewollt oder gewillt, mir das Paket zuzustellen. Ne? Ehrlich. Was soll das? Ne? Fragt man sich da. Und ganz ehrlich, es ist ja bei mir noch nicht mal ein Einzelfall. Ne? Es ist ja nicht das erste Mal, dass DHL Scheiße baut bei mir. Das war ja auch dieses Jahr. Da habe ich auch auf ein Modell gewartet. Jetzt aktuell ist es kein Modell, das ist was fürs Büro. Da habe ich auf ein Modell gewartet. Ne? Das Paket war schon in Bochum. Und es wurde weitergeschickt nach Bielefeld. Obwohl das Paket schon hier war. Und da fragt man sich, was läuft bei denen nicht richtig? Ne? Das ist echt so. Es sind nicht die Zusteller, die euch die Pakete bringen. Das sind noch die zuverlässig arbeiten zum größten Teil. Aber die in der Zentralbasis arbeiten, die sind anscheinend noch nicht mal Herr der deutschen Sprache oder der deutschen Schrift. So habe ich das Gefühl. Ne? Und da muss man sich die Frage stellen, wie kann es so ein Unternehmen schaffen, von einem sehr, sehr zuverlässigen Partner zu so einem absoluten Scheißhaufen zu werden. Ne? Und ich habe da mal auf Facebook recherchiert. Das zeige ich euch jetzt mal. Machen wir hier mal einen kleinen Cut. Und ich mache mal eine kleine Bildschirmaufnahme für euch. Also glaubt mir eins, ich bin nicht der Einzige. Ja, hier könnt ihr das mal sehr schön sehen. Das ist im Übrigen meine Beschwerde. Das war vor 3 Tagen. Ne? Dienstag ist es an die Region des Empfängers angekommen, also in der Zentralbasis in Bochum. Ne? Und DHL hat es noch nicht mal bis heute nicht geschafft, von der Zentralbasis zur Zustellbasis das zu transportieren und dann zu mir zu bringen. Die Zentralbasis, Freunde, muss man ganz ehrlich dazu sagen, ne, ist auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Bochum, ist keine Viertelstunde Autofahrt von mir entfernt. Wir haben heute Sonntag, den 30.10. Ernsthaft, DHL? Ernsthaft? Und ich bin nicht der Einzige. Ne, also guckt euch das hier mal bitte an. Ne, also das geht munter so weiter. Wenn ich der Einzige wäre, dann wäre es ja okay. Ne, aber haben wir da noch Fragen, dass ich der Einzige bin? Da ist einer bei, der wartet seit 8 Tagen da drauf auf sein Päckchen. Ne? Auch wenn es schon bei ihm zu Hause in der Region ist. Ne? Ich kann immer wieder nur sagen, leck mich am Arsch. Und DHL hat auf meine Antwort, das zeige ich euch auch nochmal, da hat DHL noch nicht mal reagiert drauf. Ja, wo war es? Nee, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Auch nicht. Da. Da.
DHL hat es noch nicht mal nötig, darauf zu antworten, ne? Ich habe bei DHL angerufen und man hat auf den Krankenstand hingewiesen. Ich so, ja gut und schön, aber ihr müsst doch genug Mitarbeiter haben, die das dann mitmachen können, die Arbeit mitmachen können. Dann, wenn, dann nimmt man die Leute aus dem Büro von so einer Zustellbasis. Ist doch ganz einfach. Und sowas nennt sich Dienstleister, ne? Wie man von einem zuverlässigen, der beste Satz, der zu DHL passt, wie man von einem zuverlässigen Zusteller zu einem absoluten Scheißhaufen wird. Das ist das, was zu DHL passt. Und das kann nicht sein, Freunde. Das kann echt nicht sein. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie viele Leute da auf sowas machen, ne? Und ich habe angerufen bei DHL, ne? Da wurde man noch frech zu mir, als ich den Vorschlag gegeben habe. Ich habe zu denen gesagt, soll ich noch selber zur Zentralbasis hinfahren, mein Paket holen oder was? Und da müsste man sich ganz ehrlich einfach mal schlau machen, ob man DHL tatsächlich auch wegen Unterschlagung anzeigen kann. Ne? Weil das ist im Endeffekt ist es Unterschlagung. Es ist eure Ware und so ein Unternehmen hält es fest. Das kann nicht sein. Ne? Echt. Ne? Müsste man mal echt überlegen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich morgen dahin fahre und einfach mal den Pförtner die Sendungsnummer so mit dem Handy unter der Nase halte und sag, sieh zu, dass du das mir das Paket rausrückst. Ne, echt, das muss man mal wirklich geben. Ja, aber wie gesagt, ich habe, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel bei eBay was verkaufe oder sonstig irgendwas verkaufe, firmentechnisch, ich meide DHL. Ja, wenn ich was über eBay verkaufe, ich benutze meistens UPS, GLS oder Hermes. Das sind drei Zusteller, die mich noch nie enttäuscht haben. Allen voran UPS, das ist die Nummer 1 in der Branche. Das braucht man gar nicht, das braucht man nicht mehr schön zu reden. Das ist einfach so. Das, was früher DHL war, ist heute UPS tatsächlich, ja. Oder bestes Beispiel, firmentechnisch. Ich habe auf einen DHL Express gewartet. Der sollte an einem Dienstag um 10 Uhr da sein. So, und jetzt dürft ihr mal raten, wann ich den gekriegt habe. Nicht Dienstag, nein, auch nicht Mittwoch. Donnerstag, 12 Uhr war der erste. Was ist DHL? Was ist los bei euch? Meine Güte, das kann doch nicht sein, ey. Ganz ehrlich, ich kann nur eins euch nur eins raten. Wenn ihr irgendwas bei eBay verkauft oder so, nehmt nicht DHL. DHL ist nicht zuverlässig. Nehmt am besten GLS, Hermes oder UPS oder irgendeinen anderen Zusteller. Ne? Da frage ich mich, was da los ist. Ne? Echt. Aber mich kotzt es wirklich an. Ich könnte hier im Strahl kotzen. Ne? Dass da eine Woche das Paket von mir, wie gesagt, und ich bin nicht der Einzige. Und die brauchen auch nicht mit der Aussage zu kommen, ja, wir haben so viele Krankheitsfälle. Das kann nicht sein. Da müssen sich die feinen Herren aus dem Büro mal auf ein Zustellungsfahrzeug setzen, ganz einfach. Und sowas schimpft sich dann Dienstleister. Das kann nicht sein. Ne? Und sowas schimpft sich dann ungelogen Dienstleister. Das ist kein Dienstleister, das ist ein unfähiger Scheißhaufen in meinen Augen. Ganz ehrlich. Tut mir leid, dass ich heute so drauf bin, liebe Freunde. Ne? Aber ihr wisst, ihr habt es jetzt gesehen. Ne, dass ich nicht der Einzige bin. Ne, und ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt ein langes Wochenende. Ich gehe morgen arbeiten, weil, ne, selbstständig. Ich denke mal, Dienstag wird dann ein Modellreview noch kommen. Wird dann ein Modellreview kommen von dem Modell, was hier steht. Das wartet schon. Macht es gut, bis dahin und salü.